Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Elden Ring. Gemeinsam mit mir, dem Zombie. An der Stelle erstmal danke an alle, die das Projekt gucken. Ich weiß noch nicht, wie gut und wie schlecht es ankommt. Es sind gerade für mich die ersten Folgen erschienen. Damit ihr so einen Zeitstrahl wisst. Aber ich will ja alles blind erleben. Deswegen sind Kommentare da immer sehr dangerous, weil die Leute wollen einem helfen, aber spoilern dann einem Sachen, die sie halt irgendwo anders gesehen haben. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig und spiele sehr weit voraus. Und wir haben beim letzten Mal Godric besiegt, sehr viel Lore kennengelernt und dürfen jetzt die Seele oder die Erinnerung von das Echo, hieß es Echo, das Echo von Godric eintauschen. Genau, das Echo des Verpflanzten gegen eine Waffe. Und wir können uns entweder Godrics Axt holen, die goldene, mit der er gekämpft hat, oder seinen Drachenarm. Aber dafür benötigen wir 2000 Runen. Was, denke ich, kein Problem sein sollte. Wir verkaufen einfach irgendwo was. Und wir haben auch die große Rune von Godric bekommen. Mit der wir, die wir wieder mit Macht füllen können, indem wir so einen Turm entlang gehen, der an der Festung dran ist. Und da müssen wir uns erstmal hinkämpfen jetzt in der heutigen Folge. Das ist dann unsere Tagesaufgabe. Waffen und sowas will ich eigentlich alles, ehrlich gesagt, nicht verkaufen. Ich dachte, ich habe vielleicht irgendwas, was ich ab hier wegwerfen kann für ein bisschen Geld, aber nö. Gut, dann müssen wir uns den Drachenarm leider ein bisschen später holen. Aber das kriegen wir auch hin. Ansonsten haben wir noch ein Auge für Melina gefunden, aber Melina, keine Ahnung, wo die gerade ist im Urlaub. Passiert. Ja, und wir haben hier so das erste Bonfire in dem oberen Gebiet freigeschaltet, dessen Name noch nicht auf der Karte steht, weil wir noch keine Karte davon haben. Ja, 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 ja. Genau, wir wollen hier hoch. Da ist unser Goal. Und dafür müssen wir in die Festung rein. Leider ist der Typ, der das Tor öffnet, nicht mehr dort. Denn der steht, glaube ich, da, wo Godric gestorben ist. Zumindest war er da zuletzt. Wir gucken da nochmal hin, ob sich vielleicht da was geändert hat. Ansonsten müssen wir jetzt rückwärts durchs Schloss gehen. Nee, der genießt sein neues Leben als Gesichtträter. Kann ich denn noch was für dich tun? Okay, er sagt aber nur, er kann machen, was er will, weil er frei ist, ja. Ja, angeblich können wir halt auch große Mächte dadurch lernen, dass wir uns dann die Rune reparieren und so. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt direkt die Kräfte von Godric bekommen und Körperteile an uns ranpflanzen können oder sowas, weil das wäre schon, das wäre ein bisschen zu mächtig. Die Tortür bleibt zu, natürlich. Wir haben, also wir brauchen eigentlich sehr viele Runen allgemein. Ist die Armee weg? Nein, ich bin aber nur blind. Ich dachte, vielleicht ist die Armee weniger geworden, weil er tot ist oder so. Aber nö, hier sind immer noch alle. Ich hätte gern eine Ability, die mir erlaubt, hier schnell durchzurennen. Nein, ich will nur gerade wegen dem Hund schneller rennen. Jo, einfach gestaggert mit einem Angriff in den Rücken. Hallo. Die haben ja auch Windangriffe. Alle in dem Schloss hier haben so Windattacken. Aua. Hier lang zu laufen ist sehr gefährlich. Aber ich muss. Ich muss hier lang runter. Oder? Muss ich? Nein, 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 dann muss ich nicht. Okay. Planänderung. Wir gehen hier oben auf die Mauer. Also hierhin zum Waldturm. Da haben wir übrigens auch noch einen Fahrstuhl, der nicht aktiv ist. Also es gibt schon noch Sachen hier zu entdecken. Es wundert mich nicht, Schloss Sturmschleier ist ja riesig. Und bald kann ich Koop machen. Dann können wir ja auch mal anderen Leuten bei Godric helfen oder so. So können wir ja auch richtig einfach ein paar Runen bekommen. Weißt du, einfach Godric mit jemandem töten. Hoffen, dass der nicht umgebracht wird. Und dann haben wir da... Okay, brauchen wir nicht zu dem Vogel hin. Will nicht bei dem Vogel sein. Hier können wir runterfallen auf jeden Fall. Das sollte ganz okay sein. Ich versuche gerade irgendwie einen Weg... Ach, jetzt sind wir hier. Der Vogel hat ein bisschen Probleme, aber er will uns umbringen. Duck mich vielleicht mal. Vielleicht verliert er mich aus dem Blick. Ja, Aggro ist weg. Das ist ein guter Test, ob man Aggro hat. Ein paar Menü öffnen. Ich habe es schon mal geschafft, hier hinzuklettern in die Ecke. Der Pfeil mich nicht getroffen hat, weil ich dem gerade sein Schild aus der Hand geschlagen habe und dabei so gebückt war. Hitbox.
Nice. So, wir wollen hier auf den rechten Turm. Also will ich da rauf? Und jetzt hier. So, hier wollte ich hin. Japp, 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 japp. Das sieht sehr gut aus. Weiß nicht, warum es so klingt, als würden mich Leute verfolgen, aber es wäre ja gruselig, wenn die auch hier runterhüpfen. So. Da liegt Loot. Unter dem Riesen. Aber ich habe doch schon mal dieses Fragment gesammelt. Wo schießt du denn hin, bitte? Ich glaube, wir müssen da runter, wo der Wachmann-Typ steht. Willst du ihn ernsthaft? Okay, warte. Ah, jetzt bin ich wieder bei dem Vogel gelandet. Ja. Yep. Also. Kann ich hier geduckt sneaken? Sieht er mich mit seiner Fackel mich da nicht? Wäre schon mal ein Segen, wenn ich hier einfach ohne Armee hinter mir langgehen kann. So, ich will hier runter droppen. Ja. Dann will ich da drauf droppen. Ja. Da runter. Au, das hat schon wehgetan. Dangerous, aber gut. Dann machen wir den Jungen weg. Wieso spiele ich eigentlich nicht mit meinem Hammer? Das ist die wichtigste Frage. Aber hier wollen wir nicht runter, aber ich glaube hier... Hier ging es rund. Ja, guck mal, da. Wir sind da, wo ich hin wollte. Perfekt. Dann, oh, ich habe keinen leichten Fall mehr dabei. Ich kann hoffen, dass ich auf der Säule da lande. Okay, wir haben es überlebt. So, mit dem Beutel kommen wir da drauf. Und jetzt sind wir beim Tor. Ja, da ist das Tor, was zu ist, wo ich rein wollte. Wir sind jetzt so gesehen über der Armee. Ja, und da ich die eh alle ausschalten muss, dann gehen wir hier runter. Machen wir uns schon mal den Eingang einfacher. Okay, das war, glaube ich, ein bisschen Overkill. Ich glaube, ein Sprungangriff sollte reichen hier eigentlich. So wie wir geskillt haben. Ja. Ein Bonk for Victory. Danke für den Pilz. Oh, wie schön angenehm wir uns hier alles machen. Widerstand 2. Jeder will herkommen. Komm ruhig her. Ich bin der Bonkmaster. Ah, ich dachte, die rufen immer Alarm, aber der hat jetzt gechillt gerade. Vielleicht, weil ich schon so weit unten bin. Wer weiß. Ein weiterer Schmiedestein. Das war eine ganz merkwürdige Stelle, wo man hochkam. Irgendwie hier so im Rand. Ja, da. Hier kann man das Tor öffnen. Aber eigentlich schade, dass wir es verpasst haben. Weil dieser NPC, der genau hier unten drunter dann damals stand, da, der ruft so, Open the gates! Aber ja, kann er ja nicht, wenn er jetzt gerade König getreten ist. Einfache Bürgerkleidung. Oh, guck mal, wir haben die von den NPCs die Kleidung hier gefunden. Und einen weiteren Punkt der Gnade natürlich. Hier oben drin. Und natürlich den Haupthebel fürs Tor. Machen wir das einfach selber auf. Jupp. Weil die ganzen Ballisten hier weg sind, ist es der Eingang jetzt auch gerade ziemlich angenehm. Ja, und hier unten ist halt genau der Raum, wo der stand. Er hat aber nur nach oben gerufen, dass jemand das öffnen soll. Ich meine, er hat uns reingelassen ins Schloss. Das allein, das soll uns ja eigentlich schon sagen, dass wir so... Ne? Für den Godric ausschalten sollen. Ballisten bolzen. Joa. Ich gehe mal kurz ins Inventar und wir nehmen mal unsere Wolf Army, würde ich sagen. Helft mir mal. Wow, wow. Zum Angriff! Wie können alle mich hauen, wenn ich jetzt 5 Hunde rumhüpfe? Ja, die Hunde machen nur 2 Schaden pro Treffer, ich verstehe. Ich war in einem Netzwerktest so stark. Aber vielleicht war es ja einfach eine aufgelevelte Version, ohne dass man es gesehen hat oder so. So, eine Heilung. Perfekt. Rüstung der Verbannten. Könnte vielleicht cool aussehen. Ja, sieht ganz schick aus. Würde ich sagen. Wolle ist immer noch Mödel.
Kann übrigens auch das Interface ausblenden, während man Kleidung wechselt. Ein sehr gutes Feature. Weil man sieht halt seine Last nicht. Aber für Fashion kann man halt dann immer gucken. Und guck mal. Sind wir jetzt ein bisschen gepanzerter. So, also die nächsten. Auf Hunde! So, den ablenken. Beziehungsweise alle ablenken. Stürme ich rein und kümmere mich um die dummen Bogenschützen. Die immer noch einen Sprungangriff lieber mögen. Ich mir hier weggenadelt wird aber von denen, ne? In den Raum mit den Bombenarmbrüsten muss ich halt auch noch irgendwie mal rein. Der ist von beiden Seiten doof, glaube ich. Obwohl er von oben wahrscheinlich besser ist. Holz, eine Armbrust. Gut, meine Hunde ist besiegt. Ob der Wächter hier immer noch ist? Ich glaube. Hundis kommt mal her. Ja. Ich hab Mana-Tränke. Da, schaut mal. Große Heilung. Ja, ich habe meine Hundis geheilt. Nochmal. Ja. Mächtige Würfels. Dort hinten liegt euer das Biest, was wir vernichten wollen. Der Wachhund von Godric. So, meine Hunde müssen nur mal reinbeißen. Zur Genüge, dass es nicht auf mich gehen will. Perfekt. Ich kann mir meinen Hammer nämlich in der Zeit anzünden. Und dann kann ich hier so ein bisschen aufbauen. Okay, will nicht hauen. Hund, bleib an. Okay, ich glaube, mit meinen Feuerangriffen hat er mehr Bock, mich zu hauen. Oh, jetzt wäre mein Hund. Jawohl. Wie unschlüssig der auch diese Katze ist. Ich mache auch Sprungangriffe. Wir sind so safe. Oh mein Gott, mein Hund hat den rausgehauen. Nein, er macht einen zweiten Spin. Alles von vorne. Das war so knapp. Waren die Hunde eine Hilfe oder nicht, ist jetzt die Frage. So, aber jetzt haben wir drei Viecher, die da so ein bisschen mit ablenken. Wo sind meine Hunde? Da. So, einen voll aufgeladenen Angriff in den Rücken von dieser dummen Katze. Macht aber auch wilde Sprünge. Immer warten, dass meine Hunde Aggro haben und dann kümmere ich mich um die Miets. So, halbtot haben wir sie. Ja, jetzt sind wir nicht die Statue gehauen. Ja, los von die. Lenkt sie ab. Vermöbelt sie. Okay. Jetzt kommt noch ein zweiter Angriff, ne? Ja, genau. Bitte? Nein, zweimal machst du es nur. Da haben wir die Beats. Ich und die Wolfgang. Bestienblut, alter Reißzahn, Dunkelschmiede, Stein. Yo, yo, yo. Sehr fein. Gute Hundis. Ja, und die Tür war da beim letzten Mal, da war einfach eine Wand. Im Netzwerktest. Ich habe gerade unter den ersten Videos einen Kommentar gesehen, die gefragt haben, was ist der Netzwerktest gewesen? Das war sowas wie eine Beta. Eine Testversion, also so eine Beta vom Spiel, wo man die Online-Funktion testen konnte, die auf, warte, ich mache einen Kreis auf der Karte, das stellt euch als Linie vor, hier so das Gebiet eingekreist hatte. Und in dem Gebiet konnte man sich bewegen, genau. Deswegen konnte ich den Eingang vom Schloss, aber hier alles dahinter nicht mehr, deswegen kenne ich das alles hier nicht und so weiter. Kein komischer nackter Junge, der auf mich drauf fällt, gut. Fand ich im Netzwerktest schon sass. Die Statuen, aber diesmal scheinen die nett zu sein. Achso, meine Hunde haben sich nur aufgelöst. So, wenn ich die Brücke schaffe. Ah, Punkt der Gnade. Dann können wir irgendwas mit Godrics Elden-Dingsbums machen. Teil des Elden Rings.
Das ist schon sehr imposant, was wir... Jo, die Musik auch. Das ist schon meine Todesglocken. Blitzdrachen-Talisman. Blitzverteidigung. Soll ich mal ein Pferd hier rufen? Hallo? Okay, sagt mir Hello zurück, das Spiel. Sturmhügel. Ja, aber die Brücke ist doch kaputt. Da und dort und da und dort. Was macht man an den kaputten Stellen? Der Platz hier ist so riesig. Wie viel? 5000. Ja, okay, wir kommen hier gleich wieder her. So viel Runen, wie ich gerade brauche, muss ich die echt jede Sekunde ausgeben, wenn ich sie habe. Ich weiß genau, wofür wir 5000 ausgeben. Wir gehen einmal hier zur Linken. Und dann zu den Zwillingsschwestern hier. Hallo? Und kaufen uns einen weiteren Zauberslot. Dankeschön. Und dann gehen wir zu unserem Fingerbro. Ein bisschen haarig ist, sollte sich mal rasieren. Und erlangen die Kraft vom Echo verpflanzter Drache. Dankeschön. Now go forth. Let the words of the fingers guide you. Okay, mache ich. So, jetzt haben wir einen Drachen. Der ist ein Schild, ist eine Waffe. Ich bin nicht so sicher. Da, es zählt als Faustwaffe. Ach, es ist... Ah, guck mal, es geht auch mit Glaube. Also Glauben braucht man auf jeden Fall auch. Aber ist ja klar, ist ja eine Drachensache, ne? Wir haben einen kleinen Drachen als Arm. Ah, ich will den einmal Einsatz sehen. Das können wir jetzt auch bei der Turmbrücke von Limgrave. Wenn aber auf jeder Turmbrücke jetzt irgendwie so ein eigener Drache wartet, den ich erledigen muss, wird es auch ein bisschen schlimm. Ja, damit kann man boxen und... Cool. Sonst kann man damit halt zuboxen. Wiegt der Drache viel? Gewicht 2,5. Ein bisschen was, aber es geht. Kann ich sogar mitnehmen. Zusätzlich, oder? Wenn ich jetzt noch mein Ding da reinmache. Roselas. Verdammt, der Drache ist zu fett. Aber wir haben ihn. Hat das viel Mana gekostet? Oh, es geht. Gibt teurere Sachen. So, dann gucken wir mal. Jetzt haben wir keine Runen mehr, die wir verlieren können. Ah ja. So ein Boy. Ach cool, dass er so eine große, dass er so einen großen Platz hier bekommen hat. Da steht noch ein zweiter auf. Aber ich glaube, mein Hammer sollte dafür gut geeignet sein. So an der Brust kann man den Finisher machen. Drei Stück von euch. Einen habe ich. Ganz hinten sieht so aus, als hätte er einen. Ach komm, stand doch hier an der Seite. Nein? Ja, genau deswegen. Dank der ausgeholt hat. Wir stellen uns mal hinter den. Ja. Der mit dem Bogen hat ihn einfach ausgenockt. Ich habe vorne gesehen, dass der erste Teil Schaden gemacht hatte. Er wäre sogar nochmal umgefallen durch die Pfeile. Okay. Der Typ ist aber cool. Ja, da hinten der Bogenschütze. Ach jo, dass es auch Bogenschützen von denen überhaupt gibt. Schießt du durch den Turm durch? Bin bereit zu rollen. Okay, du schießt nicht durch die Türme durch. Was ist, wenn ich hier runterklettern will oder so? Wie lang der braucht zum Spannen? Lustig. Okay. Ja, machen wir dich erstmal weg und danach gucke ich mir mal die Brücke an. Du hast ja genug Deckung in deiner Nähe. Da ist ein kleines Ding am Ende. Leuchtet irgendwie. So ein kleines Portal oder so vielleicht. Was auch immer der macht. Ich lasse ihn aber nicht dazu kommen. Fertig. So. Hallo, du bist finished.
Ja, so ein Hammer mit Schlagzahn ist halt perfekt gegen solche Dinger, ne? Jesse. Großpfeile. Ich hätte lieber deinen Bogen gehabt. Aber hey. Was die auch für laute Geräusche machen. So, war das Prüfung 1 von 3? Untersuchen. Einen anderen Ort reisen. Okay, ja, das teleportiert mich dann einfach nach vorne. Aber es sieht doch nicht so aus, als wäre hier irgendwas, ne? Aber weiß man es? Hier, guck, okay, hier geht's so runter. Was, wenn ich jetzt hier runter... Ach, guck mal. Komme ich auch wieder hoch? Ja, müsste ich. Wärmender Stein. So, Inventar. Was denn ein wärmender Stein? Da. Verbraucht Mana heilt kontinuierlich Verbündete in der Nähe. Ah, so ein AOE-Heal-Stein. Nett. Nettes Gerät. So, dann reisen wir mal weiter. Schreckt es mich einfach so geradeaus? Per Ladebildschirm, okay. Ich glaube, ich bin komplett am Ende. Cool. Das hinter mir erkunde ich gleich. Ich habe nur die Vermutung, dass hier vielleicht ein Checkpoint eher ist, wenn ich nach vorne gehe. Heiliger Turm von Limgrave. Öffnen. Ich bin hier, um die große Rune von Godric, dem Verpflanzer, zu beanspruchen. Fancy Sternkammer. Was ist das für ein Lichtstrahl? Soll ich die leuchten? Fahrstuhl? Ja, auf nach oben. Was war der Lichtstrahl da unten? So weg. Und fahren wir? Wir fahren den kompletten Turm wahrscheinlich hoch, ne? Oh, richtig cool. Okay. Wir sind ein bisschen näher an den Sterndingern. Ist gleich im Weltall. Ich liebe die Atmosphäre. Okay. Ja, hier sind überall zu und da gibt es eine Tür, wo wir rein können. Das wird hier so dargestellt. Hm, Schnörkelzeug. Obwohl, das sind so Köpfe links und rechts. So, in der Mitte sieht aus wie so ein Amygdala von Bloodborne. Aber ich denke ja nicht, dass es das ist. Aber guck mal, hier ein Punkt der Gnade. Guck, muss ich die dicken Dinger nicht mehr besiegen, wenn ich nochmal runtergehe. Das ist schön. Ja, sind wir weit oben. Hier ist auch nichts mehr geladen, irgendwie gefühlt. Also, wo sind wir überhaupt? Ach so, wir gucken gerade auf der anderen Seite runter. Wir sind gerade durch den Turm durch. Ja, da ist dieses rote Gebiet und da liegt scheinbar auch Schnee. Ja. Sieht nicht so schön von hier oben aus. Ehrlich gesagt, die Übergänge sehen da ein bisschen hart aus. Ich will ja nicht alles hier nur zu Tode loben, aber es stört mich gerade eher gesagt wenig, weil da so viel Nebel ist, dass man es kaum sieht. Ach, guck mal, hier sind auch Finger. Es könnte halt ein Boss sein, theoretisch, ne? Die Vögel hier alle drauf gucken. Ich bin hier, um die große Rune zu reparieren. Kraft einer großen Rune wiederherstellen. Große Rune wiederhergestellt. Godrics große Rune. Ich habe so ein Achievement bekommen, was aussieht wie so ein Darksein von Dark Souls, okay. In zwei Fingern geht es aber nicht mehr gut. Heißt, kann ich die anlegen? Was macht eine große Rune? Gucken wir mal einfach ins Inventar. Wahrscheinlich Schlüssel-Items, ne? Erhöht alle Attribute. Eine große Rune des Fragmentträgers Godric. Ihr Segen erhöht alle Attribute. Diese große Rune ist als Ankerring bekannt und gehört in die Mitte des Elden Rings. Der Elbenfürst Godfrey und seine Nachkommen, der goldene Stammbau, waren die ersten Halbgötter. Und wie erhöhe ich meine Attribute? Weil 22 Stärke hatte ich auf jeden Fall schon vorher. War das nicht, dass ich die, das hier benutzen muss? Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Wie rüstet man eine große Rune aus? Wir haben sie auf jeden Fall hergestellt. Wir können ja gleich nachfragen gehen wahrscheinlich. Es ist cool, dass hier sogar kein Boss war, muss ich sagen. Es macht es ein bisschen mysteriöser hier. So, man erwartet vielleicht einen Boss, kommt hier ein Boss, aber nicht. Hier ist einfach nur ein kleiner, cooler Moment. Und auf den anderen Türmen wird es ja vielleicht doch Bosse geben. Oder vielleicht tötet mich die Hand gleich, wenn ich weggehen will. Nö. Ja, dann fahre ich nochmal runter, würde ich sagen. Dann gehen wir noch die Brücke rückwärts.
Muss ich das benutzen? Nein. Habe ich jetzt eigentlich 3 Zauberslots? Speicherplätze 3. Ja, guck, da ist einer. Ach, guck mal, da unten in der Mitte ist ein Platz. Also kann man eine der großen Runen dann immer gleichzeitig ausgerüstet haben. Wie viel, denkt ihr, werden meine Attribute erhöht? Wenn alle so um 5 oder so erhöht werden, ist schon krass. So, aber jetzt gehen wir mal rückwärts die Brücke lang. Sehr schlechtes Wetter. Die sieht ja so aus, als könnte jederzeit irgendwas aus dem Himmel kommen oder so. Aber vielleicht steht auch einfach nur wieder so eine Statue auf. Na, guck mal, so ein Vogel, der nicht editiert ist. Editiert ist ein merkwürdiges Wort, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind ganz schön mad. Ja, ohne Klingen seid ihr gar nicht so schlimm. Auch wenn ich euer Movement immer noch nicht mag. Aber dafür habe ich Wände. Jawohl, ein Sprung. Ich brauche noch ein paar Federn. Der wollte noch wegfliegen. Über einer Federtierfuß. Okay. Einfach ein paar Vogelfedern gesammelt. Wir haben nur still, groß und mysteriös. Fällt mir. Dann. Hier haben wir einen der Eldenringe repariert. Und? Oh. Mal irgendwie auf das mittlere, auf die mittleren Stücke. Weil wir sind ja hier ganz dahinter teleportiert. Hm. Wer weiß. Na, guck mal, wie nah der Baum auch ist. Habe ich gar nicht von oben geguckt. Steht hier auf irgendwas drauf? Sieht man auch nicht. So viel Nebel. Oh, ist Loot. Sturmfalkenfeder. Ich wollte gerade gucken, es sah aus, als könnte man da unter mir stehen, aber ich glaube, da ist nichts. Nee, da ist trotzdem Wand drunter. Okay. Nee. Dann sind wir hier fertig. Also sind es auch gesamt 5 Regionen, würde ich sagen, ne? 5 Halbgötter, 5 Regionen. Ja, ich wollte den Erdenbaum nochmal angucken von hier oben. Schon nice. So, und da lang müsste ja dann die Burg von Godric sein. Die will ich auch einmal noch von hier angucken. Ah ja. Cool. Jetzt ziehe ich meinen Gleiter und fliege los. Leider nicht. Ja, okay. Gucken wir mal. Wir haben eine große Rune repariert. Bip, bip. Da, die Finger werden noch happy sein, oder? Wie rüste ich denn eine große Rune aus? Ich sehe ja, dass es geht. Vielleicht hier? Große Runen. Im Menü für große Runen könnt ihr große Runen ausrüsten, deren Macht wiederhergestellt wurde. Mit einem Runenbogen lassen sich ausgerüstete große Runen sogar noch verstärken. Erhöht alle Attribute. Ausgerüstet. Okay, wir haben jetzt die Macht eines Elden-Ringstückes. Unsere Stats sind gleich? Ja, alle Stats sind gleich. Aber wir haben ja diese Dinger von den Ratten. Das. Wenn ich das jetzt nutze. Ja. Oben links auch, wie viele Buffs gerade waren, ja. Ja, die Rune leuchtet jetzt ein bisschen. Wir haben 27 Stärke. 24 Glaube. Kann ich das ein zweites Mal machen? Ist mir egal, ob die weg sind. Nein, man kann die nur einmal benutzen. Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Auch wenn ihr keine große Rune ausgerüstet habt, erhöht die Verwendung leicht eure maximalen Lebenspunkte. Angeblich erhält der untere Bogen des Eldenrings einen Segen. Und dieses Fragment stammt von jener... Das ist wie Asche, oder? Wenn ich sterbe, ist es jetzt aus. Es gibt also doch ein Sterbebestrafungssystem. Okay. Es ist 5 auf alle Stats, oder? Es ist viel. Ja, wir haben jetzt noch 20 Kraft. Yo, ist die Rune strong. Zombo, der 28. ist gerade echt viel stärker geworden. 8×5, das sind 40 Level, die ich gerade so gesehen auf mich drauf addiert bekommen habe. Holy. Ich weiß nicht mal, was ich jetzt alles nutzen kann und was ich alles nicht nutzen kann. 24, ich glaube, wir können die schwarze Flamme auf jeden Fall jetzt auch nutzen. Die können wir mitnehmen. Die Dunkelheit legen wir mal weg. Die können wir leider noch nicht nutzen. Bleib auch bei dem kleinen Heilzauber tatsächlich, weil er die Hälfte vom Mana kostet. Und der Assassinschritt, ja. Ja, uns wurde nicht gesagt tatsächlich, welchen wir als nächstes bekämpfen sollen. Ich würde gerne in das rote Gebiet gehen, aber von der Progression her wurden wir ja da lang geschickt.
Es kann sein, dass wir im Kreis geschickt werden oder sowas und das rote Gebiet jetzt nochmal schlimmer ist. Natürlich. Weil ich denke, es wird ja so ein Kreis um den Erdenbaum bilden. Aber hier unten scheint ja auch einer zu sein. Sonst würde ja das Licht hier nicht hinzeigen. Irgendwas würde ich gerne noch erleben in der Folge. Okay, aber gut, dass wir nicht Menschenteile in uns aufnehmen wollen. Ins Schloss will ich, glaube ich, nicht. Obwohl, wir können ja von der Seite ins Schloss. Ja gut, es fehlt halt nur so ein ganz kleiner Bereich zum Erkunden, ne? Wir haben ja jetzt das hier erkundet. Jetzt fehlt nur noch so dieses Stückchen hier, wo die ganzen Feuerarmbrüste sind. Und was hier unterhalb im Waldturm ist, müssen wir noch rausfinden. Wisst ihr was? Wir holen uns einfach noch die Karte hier. Zack, ich sehe die. Die holen wir schon mal. Einfach nur, damit die Karte ein bisschen mehr aufgedeckt ist. Aber ich will noch gar nicht das Gebiet machen, glaube ich. Ich will jetzt Limgrave fertig machen. Pferdchen. Hottehü. Wo ist mein Marker? Geradeaus scheinbar. Okay. Na, reiten wir einfach mal. Gucken wir mal, was uns so erwartet. Was wir so finden. Zum Beispiel die Kirche von Irith. Heilige Träne. Oh, das verbessert doch meine Heilung. Oh, ein Priester. You're tarnished, aren't you? Then, perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Glintstone Sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. 10 Runen? Ja, klar. Well, bless you. Bless you. You are a true saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. Okay, also der Kackzauber rein. Ein Licht, was die Umgebung erleuchtet. Gekauft. Schimmerstein Kiesel, Schimmerstein Bogen. Okay, der hat so ein paar weak Zauber. Aber ich kaufe mal 2 Stück. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study Glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the Shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a Glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Ah, okay, also müssen wir einen Schimmersteinschlüssel finden und können ihnen den geben. Why not find yourself a Glintstone key? Without one, you can't pass through the Academy. And you'll never reach the Erdtree Capital. And if you find an extra Glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the Academy. Ja, klar. Cool, danke, tschüss. Haben wir mal ein paar Zaubereien mitgenommen, warum nicht? Man hat mir immerhin was gegeben, was mein Tränke gerade geupgradet hat. Also nicht eher direkt, aber er hat es nicht aufgehoben, also hat er es mir so gesehen gegeben. Damit kann ich arbeiten. Ja, okay. Dann lass ich mich gar nicht mal von allem groß ablenken. Skelette. Sondern wir gehen einfach zu dem Marker. Akademie-Schriftrolle. Guck mal, noch mehr Zauber gefunden. Vielleicht müssen wir doch der einen da sagen, dass wir Magie lernen wollen. Das wird langsam echt knapp mit Magie. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier so gewollt ist, da hochzuhüpfen, aber ich wollte hier auch nicht mal hin. Also danke oder so. Machen wir Stein. Da ist das Tutorial. Guck. Da sind wir runtergefallen. Ich erkenne den Ort sogar. Ja. Jo, wie gruselig ist die Musik hier, bitte. Okay, die machen auch Totenmagie. Wundert mich jetzt aber doch nicht in den Magieländern. Ach, guck mal. Er kann die Bürgerkleidung ändern.
zu einfacher Bürgerkleidung. Oder Bürgerkleidung geändert. Ach, guck mal, die ganzen Roben und so kann er wegmachen. Okay, so mit Cape und so, ja. Und jetzt pass mal an. Oh, please do be safe. Joa, sieht mal so aus, okay. Vielleicht wird er ja irgendwann gut, wenn wir ja ganz viel machen lassen oder so. Kostet ja nichts bei ihm. Meine Runen liegen irgendwo da oben, aber ich reite jetzt erstmal hier gerade einfach zur Karte. Einfach nur schnell das Kärtchen schnappen. Was soll auf dem Weg passieren? Runen habe ich jetzt eh keine mehr. Habe eh bei ihm alles ausgegeben. Ist schon wieder so ein Godric-Camp? Nee, die haben neue Farben. Cool. Handbuch des Schimmersteinmetzes. Oh, guck mal, die zaubern. Wie schnell die Zauber der Meer geflogen sind. Crazy. Hier ist ein Ort der Gnade. Müssen wir alles noch richtig erkunden. Guck mal, da sitzt irgendwer. Ein Händler. Okay. Ja, ist richtig mystisch hier. Oh, richtig cool. Das Wasser sieht echt schön aus. Gut, dass keine komischen Monster aus den Wäldern springen und versuchen mich umzubringen. Ah, hier ist die Karte. Hi, na? Moment, ich muss kurz ein bisschen rollen. Zeit für meine schwarze Magie, Unholde! Verbrennt an den Flammen des schwarzen Todes. Ja, okay, die machen irgendwie noch so 4 Schaden hinterher. Ich würde sagen, mein Talisman ist schuld. So, weg. Was sind... Achso, das... Ich bin so dumm. Das war mein Marker, den ich selber gesetzt habe. Auch im Turm. Karte Lunaria. Liurnia. 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 Liurnia Osten. Ja, guck mal, wie weit. Oh mein Gott. Ist ja schon allein Limgrave. Komplett. Dann haben wir noch den Osten. Den Westen, meine ich. Ja, hier wäre der zweite Turm. Aber dafür müssen wir erstmal die Festung gemacht haben. Sonst lohnt sich der Turm eh nicht. Hey. Kein Grund, mich anzuzaubern. Hui. Guck mal, es fliegt Kreise um mich rum. Lustige Magie. Ja, als Kleriker ist es nicht so das Gebiet, was ich suche. Ich sehe eher hier so Magierhausen. Ah, cool. Haben wir die Karte. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an und es wird erkundet. Let's go. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit einer weiteren Folge Elden Ring. Wir sind heute in den lustigen Turm hochgeklettert, haben Ultra-Power-Kräfte bekommen und beim nächsten Mal vermöbeln wir mit diesen Kräften alles, was uns über den Weg läuft, indem wir cool sind und unseren Oberkörper ausziehen. Yo! Brauchen nur noch coole Hosen. Die sehen nämlich nicht cool aus. Die sehen cool aus. Die sehen aus wie so ein Henker. Die Handschuhe. Godric-Soldatenstulpen. So. Jo, dann kloppen wir beim nächsten Mal ein paar Gegner zusammen. Zombo der 28. ist auf dem Weg zum Eldenfürst. Ein Fünftel ist geschafft. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimmermann.